Oh, was für ein unwirtlicher Ort. Mit 1000 Kilometer Anlauf pfeift der Wind hier über die asiatische Steppe. Wir haben minus 40 Grad im Winter, plus 40 Grad im Sommer. Und trotzdem ist an dieser Stelle eine der beeindruckendsten Städte der Welt entstanden. Da ist sie, Astana, die Hauptstadt von Kasachstan. Herzlich willkommen zum Hanseblick. In nicht mal 20 Jahren wurde diese Stadt hier aus dem Boden gestampft. Für die einen ist es das zweite Dubai in der Steppe, für andere sowas wie der Spielplatz des kasachischen Präsidenten, der sich hier gemeinsam mit den berühmtesten Architekten der Welt verwirklicht hat. Bislang noch ein weißer Fleck auf der touristischen Landkarte, den wir aber gemeinsam erkunden werden. Wir sind 5000 Kilometer von zu Hause entfernt, in Zentralasien. Kasachstan, der neuntgrößte Staat der Erde. Seit 1991 unabhängig, seit 1997 ist Astana die neue Hauptstadt. In diesem Jahr sogar im Fokus der Weltpolitik. Austragungsort der Syrien-Friedenskonferenz. Der Name Astana bedeutet einfach Hauptstadt. Mit eigenem weißem Haus, größer als das in Washington. Der Palast des Präsidenten Nazarbayev, der regiert seit 27 Jahren. Der neue Wohlstand des Landes ist auf Öl und Gas gebaut. Übrigens kommt jeder vierte Liter Benzin an deutschen Tankstellen aus Kasachstan. Das größte Zelt der Welt, Khan Shatyr, vom britischen Star-Architekten Sir Norman Foster. Einkaufs- und Vergnügungszentrum, groß wie 14 Fußballfelder übereinander. Astana, die größte Baustelle in Zentralasien. Demjan Paraskun, 31 Jahre alt, entwirft Wohngebäude, Hotels, Bürohäuser. Die Stadt ist ein Spielplatz für Architekten in ganz Kasachstan. Besonders in Astana können junge Architekten wie ich kreativ arbeiten und sich verwirklichen. Der Entwurf eines Mediacenters für Film und Fernsehen, bisher nur im Computer. Seine Wohnhäuser im italienischen Viertel haben schnell Käufer gefunden. Bevor Astana Hauptstadt wurde, sah es hier überall typisch sowjetisch aus. Solche alten Holzhäuser, knapp 100 Jahre alt, wird es bald nicht mehr geben. Hier entstehen täglich neue Häuser. Auch unser Haus muss bald weg. Nicht so schlimm. Dann leben wir halt in einer Wohnung mit mehr Komfort. Wichtigste Einnahmequellen des Landes sind Rohstoffe. Öl, Gas, Erze. Wie viel Geld ins Land kommt, hängt vom Ölpreis auf den internationalen Märkten ab. Bevor Astana vor 20 Jahren Hauptstadt wurde, lebten hier 300.000 Menschen. Heute sind es 900.000. Die meisten von ihnen haben kasachische Vorfahren. Dennoch ist auch Russisch neben Kasachisch Amtssprache. Die Kasachen sind überwiegend Muslime, die Russen orthodoxe Christen. Gegenüber der größten Moschee der Stadt, die Pyramide des Friedens und der Eintracht. Auch ein Werk von Norman Foster. Hier treffen sich alle zwei Jahre Vertreter aller Weltreligionen. Die Tauben symbolisieren die 130 verschiedenen Nationalitäten, die in Kasachstan leben. Wenn man genau hier steht und einen Wunsch hat, dann geht er in Erfüllung. Die markantesten Gebäude von Astana haben längst Spitznamen. Goldene Eimer, Bücher oder Tasse. Viele verschiedene Baustile nebeneinander, orientalisch, europäisch oder futuristisch. Das ist Astana heute. So viele Leute, so viele Meinungen. Jeder Architekt und jeder Investor kann machen, was ihm gefällt. Deshalb passt nicht immer alles zusammen in unserer Stadt. Also
I love Astana. Das steht überall hier in der Stadt, um die Liebe der Bewohner zu ihrer neuen Hauptstadt auszudrücken. Wie geht's dir? Hast du dieses Gefühl auch, I love Astana, obwohl du gar nicht hier geboren bist, obwohl es diese Stadt gar nicht gab, als du geboren wurdest? Ja, natürlich, ich liebe diese Stadt und falls ich, ich habe diese Stadt früher gesehen, in 90er Jahren, ja, und dann ist es eine ganz andere Stadt. Wir müssen uns das vorstellen, also an diesem Platz, wo heute die Hochhäuser in den Himmel ragen, da steht die Oper, da ist dieses tolle Gebäude von Sir Norman Foster gebaut. Wie sah es hier vor 20 Jahren aus? Das war, also hier war da nur die Steppe. Vielleicht, falls wir dorthin ein bisschen gehen werden, dann werde ich zeigen, so wie das in meiner Kindheit war. Xenia hat die Stadt wachsen sehen. Immer wenn die BWL-Studentin in den Semesterferien herkommt, gibt es neue Sehenswürdigkeiten. Als ich noch kleines Mädchen war, dann konnte ich sogar mit meinem Bruder mit einem Fahrrad fahren, also in die Steppe. Mein Vater ist Agronom und hier gab es landwirtschaftliche, dort wo die Moschee ist, ja. Da waren Felder, ja? Ja, das waren also Felder, landwirtschaftliche Felder. Also man hat dort Obst, Gemüse angebaut. Und hier gab es also, wo jetzt Hauptsehenswürdigkeit von Astana steht, also diese Kugel, ja, Bezirk. Dort gab es ungefähr auf diesem Territorium gab es einen Flughafen für landwirtschaftliche Flugzeuge. Also es hat sich komplett verändert hier. Wollen wir ein bisschen hier runtergehen? Das ist ja sozusagen eure Haupt... Die goldene Achse. Was ich ja auch gehört habe, der Präsident hat sich ja sehr eingebracht in die Entwicklung von Astana. Und man sagt, er hätte sogar teilweise selbst mit entworfen. Stimmt das? Ja, also unser Präsident ist noch ein Architekt sozusagen. Ja. Hobbyarchitekt. Ja, genau. Er hat also diese technologischen Sachen hat er nicht gemacht, aber die Idee, ja, die Erarbeitung von Idee gehört zu ihm. So zum Beispiel Opera-Gebäude, ja. Das ist ein bekanntestes Beispiel. Hat er Inspiration, also hat viel in der Welt gereist, hat unterschiedliche Opera-Gebäude gesehen und dann war er inspiriert, begeistert, ja, und dann eine Idee für unsere kasachische Oper entwickelt. Und findest du, es ist ihm gut gelungen? Ja, natürlich. Kahle Steppe war hier gestern. Die Welt soll staunen. In diesem Sommer ist Astana Austragungsort der Expo, die erste Weltausstellung in Zentralasien. Die Sphäre, die Expo-Kugel mit zwei eigenen Windrädern zur Energiegewinnung. Diese Kugel ist die größte, die jemals gebaut wurde. Unten der kasachische Pavillon, darüber auf 7 Etagen Energiemuseum. Die Expo. Auf 174 Hektar entsteht eine neue futuristische Stadt in der Stadt. 5000 Arbeiter. Bei eisiger Kälte schleppen Usbeken schwere Stahlplatten. Manpower schlägt Technik. Beim Einlass allerdings gilt die höchste Sicherheitsstufe. Wladimir Leier kennt das schon mit den Kontrollen. Er kommt aus Stuttgart und gehört zum Architektenteam des Deutschen Pavillons. Ja, also jetzt... Das letzte Mal war ich ja im Januar hier zu der Pavillonübergabe und damals waren die Fassaden auch schon fertig, die einzelnen Pavillons. An der Außenanlage hat sich jetzt nicht viel verändert. Also man sieht ja, man kann schlecht draußen arbeiten, es ist ja alles gefroren. Aber die Pavillons waren dann im Herbst auch schon so gut wie fertig, was die Fassaden angeht. An dem kasachischen Pavillon, an der Kugel hat sich noch einiges getan. Die Fassade ist jetzt geschlossen. Also da finden jetzt auch schon die Innenausbauarbeiten statt. Das Thema dieser Expo, Energie der Zukunft. Für ein Land, dessen Reichtum auf Öl und Gas gebaut ist, eine riesige Herausforderung. Die Energiegroßmacht Kasachstan wird sich umstellen müssen. Zum Beispiel auf Solarenergie oder kinetische Energie. Und der Deutsche Pavillon zeigt, wie sie funktionieren kann, die Energiewende, ganz global und im Kleinen. Was hat sich im letzten Vierteljahr seit Beginn der Ausbauarbeiten getan? Wladimir Leier beim Rundgang mit dem Bauleiter des Deutschen Pavillons. Mit jedem Tag bis zur Eröffnung steigt der Adrenalinpegel. In Deutschland sitzt ein ganzes Team von Messebauern auf gepackten Koffern, falls die kasachischen Arbeiter Hilfe brauchen.
ist es halt hier ziemlich speziell zu arbeiten durch die Gegebenheiten. Das gesamte Material ist hier drin, wird nicht irgendwo außerhalb gelagert. Und man hat dann halt, man muss halt viel hin und her schieben etc. Aber man muss schon halt auch mit den Widrigkeiten dann vor Ort umgehen. Natürlich ist man in einem fremden Land. Sprachbarrieren gibt es immer. Und auch organisatorische Dinge, das muss natürlich auch erstmal alles gestemmt werden. Und ja, what's the problem? Das sagt alles aus. What's the problem? Ja. Wir arbeiten anders. Man sieht, wie sie da oben sicherheitsmäßig rumspringen. Man muss manchmal die Augen zumachen. Und manchmal muss man einfach dazwischen gehen. Ja, das war die kasachische Art zu arbeiten. Da muss man mal zwischendurch mal einschreiten und ein bisschen zur Ruhe rufen. Das ist der Bereich, wo die Ausstellung endet. Also die Besucher kommen dann von der Stadt. Da hinten diese Fassade, die offen hat, die bleibt auch offen. Das wird der sogenannte Stadtraum sein. Und nachdem die Besucher sich dann die einzelnen Exponate angeschaut haben, landen sie dann hier. Durch einen Laser bzw. durch Spiegel an der Decke wird dann eine Lasershow an die Wände geworfen und der ganze Raum wird bespielt. Jede zweite Wand ist mit einem Spiegel belegt, sodass der Raum nochmal durch die Spiegel nochmal ein bisschen größer wirkt. Und die anderen Wände werden dann durch Videos bespielt, sodass die Videos sich auch wieder immer reflektieren und sich auch vervielfältigen in dem ganzen Raum. Und wir erwarten eine sehr tolle Show hier. Alex? Genau. Thilo. Ist Thilo. Hallo. Hi. Wir kennen uns bisher nur vom Hörensagen. Wohnst du hier? Alex und seine Kollegen vom deutschen Planungsteam sind in einer kasachischen Stadtvilla untergebracht. Ist mit 7 Leuten. Alles Expo-Arbeiter? Alles so Planungsteam und Mitarbeiter aus Deutschland quasi. Ihr macht quasi so eine Art Männer-WG hier. Ja, genau, Männer-WG. Mit einer Haushälterin. Achso, die habt ihr doch noch. Die haben wir. Führst du mich, glaube ich. Führst du mich ein bisschen rum? Selbstverständlich. Orientalische Pracht. Alex Bauer, Logistikmanager in der Kugel, geboren in Kasachstan. 1991 mit seinen Eltern nach Deutschland ausgewandert. Da war er 12. Russisch sprichst du nach wie vor genauso oft und genauso gut wie Deutsch? Nein. Dadurch, dass ich nur die 4. Klasse in Russland beendet, also damals, wo die SSR beendet habe, und nach Deutschland gekommen bin, neue Sprache gelernt haben mit den Eltern, ist mein Wortschatz sehr, sehr eingeschränkt. Aber für eine normale Unterhaltung reicht's aus. Was würdest du denn selbst von dir sagen? Was bist du denn? Bist du Deutscher? Bist du Kasache? Russlanddeutscher? Was ist es? Ich würde hundertprozentig sagen Deutscher. Also seit 20 Jahren denke ich auf Deutsch. Ich habe fast drei Viertel meines Lebens in Deutschland verbracht. Und da würde ich sagen, auch so ganz klar Deutscher. Was ist denn noch aus deiner Kindheit übrig geblieben? Woran erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich noch irgendwie an den Marktbazar, wo noch irgendwelche Karussells waren. Wie ich mit meinem Bruder mit irgendwie 2 Jutebeuteln losgezogen bin, Brot, Milch und so was für uns, so, also für die Familie zu holen. Weil man dann halt meistens auch so 3 Kapeki hatte. Das ist so die zweitgrößte Währung da gewesen. Konnte man noch irgendwie so sich noch eine Limonade am Automaten ziehen oder sowas. Als du herkamst jetzt, du hast dich beworben auf diesen Job, wolltest ihn unbedingt haben und kommst auch gut aus mit den Leuten, aber du hast vorhin schon angedeutet, dass dich auch ein bisschen was stört im Umgang. Was ist das? Dass, dadurch, dass ich 26 Jahre in Deutschland lebe und auch meine Berufsausbildung in Deutschland gemacht habe und meinen Beruf auch sehr, sehr schätze, so die Berufslehre, will ich das so deutsch wie möglich, so gut wie möglich zu machen, also wirklich Perfektion. Und hier ist es eher so, dass rein arbeitstechnisch, menschlich sind die Jungs super, aber rein arbeitstechnisch wird da irgendwas hingeklatscht und dann so, bitte, und dann sagst du, ist nicht, bitte nochmal machen. Warum? Das ist fertig, aber das. Und dann so eine kleine Diskussion und das Ganze ist dann wieder gut. Der alte Bahnhof von Astana. Gebaut, als die Stadt noch Selinograd, Neulandstadt, hieß.
Hier kamen in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf Chruschtschows Befehl Zehntausende junge Leute an. Zur Neulandgewinnung in der Steppe. Auch der Großvater von Xenia. Und so gibt es auch heute noch ein Astana mit sozialistischem Gesicht. Das, was wir vorhin gesehen haben, war ja das neue, schöne Astana. Und das ist die alte, schöne Astana. Trotzdem schön, du sagst trotzdem schön, ja, weil du deine Kinder hier verbracht hast. Es ist Teil der Geschichte, glaube ich. Also ich glaube, es ist schön, dass wir diese unterschiedlichen Seiten haben. Okay, diese sozialistische und dann die neue Astana. In diesem Viertel steht auch die Schule, in der Xenia Deutsch gelernt hat. Das war der Grundstein für ihren Weg nach Europa, sagt sie. Wie heißt ihr denn? Ich heiße Sascha. Und du heißt? Ich heiße Lise. Und du heißt? Ich heiße Jenny. Und ich heiße Thilo. Wir kommen aus Deutschland und wir machen einen Film fürs Fernsehen über Astana. Habt ihr das verstanden? Ja. Kann ich mal? Ja. Super. Ja, so sehen die Klassenräume aus. Gulnas, Xenia lebt schon lange in Österreich und sie kann gut Deutsch sprechen. Und sie hat auch hier an dieser Schule gelernt und hat hier so gut Deutsch gelernt, dass sie später an die Universität gegangen ist, nach Wien in Österreich. Was ist dein Plan? Hast du einen Plan? Ja. Ein Wunsch? Ich möchte in Deutschland fahren und da studieren. Dann, wenn ich sehr gut lerne, ich möchte in der Schweiz fahren und da leben. Da leben? Und deine Eltern bleiben hier und du fährst allein in die Schweiz? Ja, nein, mit meinen Eltern. Ach so, ihr wollt dann alle umziehen? Ich lerne auch Spanisch, denn mein Vater möchte nach Spanien. Ich sehe ja alle, also viele wollen weg aus Astana. Dabei entsteht die Stadt doch gerade. Sie wird neu gebaut, hier wird so viel entwickelt. Kannst du dir das erklären? Man erzählt dir über Deutschland, dass, also, was für ein Land ist das? Ja, und natürlich willst du einmal also dieses Land besuchen. Oder falls du Deutsch lernst, dann willst du diese Sprache benutzen. Ja? Und dann so zum Beispiel wie ich, also im Ausland lernen. Ja, da muss einem doch nicht bange sein um die Zukunft. Auf Wiedersehen. Viel Spaß im Kino. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Mäuschen. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und wenn du so vergleichst, also die Mentalität jetzt in Deutschland oder in Wien, wo du jetzt lebst, und die Mentalität hier, wo sind so die größten Unterschiede? Oder hast du Schwierigkeiten, wenn du zurückkommst, dich wieder? Es gibt unterschiedliche Typen von Kulturen. So zum Beispiel Deutschen sind, das ist eine lineare Kultur, ja? Linear aktive Kultur. Die Menschen sagen direkt, was sie meinen. Ja? Die Menschen sagen über ihre Wünsche direkt. Ja? Und in Österreich ist es auch so. Und Kasachstan, das ist eine multiaktive Kultur. Das bedeutet, dass es also Familie und Freundschaft und Beziehungen spielen eine wichtigere Rolle als zum Beispiel also Verträge, diese orientalische Mentalität. Also angenommen, ich möchte mich mit jemandem verabreden oder so. Ja, ich dann trinken wir mit dir Tee. Oder ich frage erst die Eltern, oder ob die das einfädeln können für ja, mich. Ja, zum Beispiel. Also unterschiedliche Varianten sind möglich, ja. Aber man trinkt Tee, ja, man spricht, man so lächelt und dann, wir werden dann darüber noch ein bisschen später sprechen, ja. Also es dauert also, alles viel, viel länger. Ja, es dauert viel, bis man zum Ergebnis genau, kommt. Genau, genau, ja. Auch Marie Mustafina kennt die zwei unterschiedlichen Kulturen. Die 35-Jährige hat in London studiert. Management. In die Lobby des Bürohauses kommt sie gern. Der Kaffee schmeckt und zum Arbeiten braucht sie eh nur Smartphone und Computer. Und wer weiß, wen sie noch so trifft.
Mireille ist neudeutsch Networkerin. Sie verdient ihr Geld damit, junge Fachleute zusammenzubringen. In Kasachstan sind Beziehungen immer noch wichtiger als berufliche Qualifikation. Die besten Jobs bekommen Familienmitglieder. Ich möchte gern, dass sich das ändert. Nichts gegen die Familie. Aber die Menschen müssen verstehen, dass eine gute Berufsausbildung und Persönlichkeit am wichtigsten sind. Mireille hat selbst Familie und drei Kinder. Nach dem Studium war sie Staatsangestellte. Ein reiner Bürojob und nicht kreativ. Nach dem Mutterurlaub machte sie sich selbstständig. Mireille ist auch Vorsitzende des Frauen-Business-Clubs in Astana. 60% der kleinen und mittelständischen Betriebe in Kasachstan haben eine Chefin. Ich denke, nicht alle Männer mögen, wenn Frauen viel Macht haben. Aber wir Frauen können arbeiten und uns entwickeln, ohne die Männer zu verdrängen. Leider gibt es neuerdings Männer, die nicht arbeiten gehen. Sie finden es viel bequemer, dass die Frau das Geld verdient und sich dann auch noch um die Familie zu Hause kümmert. Kaum wiederzuerkennen, zu Hause in ihrer Küche. Zusammen mit Mutter und Schwiegermutter bereitet Mireille ein Festessen vor. Wenn Ältere dabei sind, dann trage ich ein Kopftuch. Denn ich bin ja eine Schwiegertochter. Die 7-jährige Tochter Ayim will besonders gut aussehen. Denn es ist das Frühlingsfest, Nauris, der wichtigste Feiertag in Kasachstan. Auch zu Hause ist Mireille die Managerin. Einkaufszettel für den Mann. Er arbeitet für ein Logistikunternehmen, hat heute wie alle frei und soll noch ein paar Kleinigkeiten besorgen. Mireille hat ganz traditionell die Großfamilie zum Essen eingeladen. Ihr Vater ist der älteste männliche Gast und trägt deshalb die kasachische Tracht. Stalin hat 1924 das Fest verboten. Er hat gesagt, Nauris ist ein religiöses Fest. In der Sowjetzeit bis zur Perestroika konnten wir es nicht feiern. Unsere Generation, die Leute in meinem Alter, kennen es nur aus den Erzählungen unserer Großeltern. Während die Frauen in der Küche wirtschaften, machen die Männer und die Kinder einen Ausflug in die Stadt. Überall sind Jurten aufgebaut. In Zentralasien bedeutet das Frühlingsfest am 22. März gleichzeitig den Beginn des neuen Jahres. Der traditionelle Ringkampf ist immer noch der beliebteste Sport der Kasachen. Seit 6 Uhr steht Mireille schon in der Küche. Das Essen für 20 Leute muss fertig werden. Traditionell hat der Mann in der Küche nichts zu suchen. Traditionell ist der kasachische Mann Soldat oder Hirte, aber kein Koch. Die Männer müssen nur ran, wenn ein ganzes Pferd gekocht wird, in einem so großen Topf. So ein Pferd kann ja 200, 300 Kilo haben. Mireilles Mann bringt das Hauptgericht, immerhin 20 Kilo Pferdefleisch. Wenn zum Frühlingsfest der Tisch reich gedeckt ist, dann wird das neue Jahr erfolgreich, glauben die Menschen in Kasachstan. Viel Fleisch, Zwiebeln und Teig. Das kasachische Nationalgericht Beshpamak, es bedeutet 5 Finger. Es ist wunderbar, so eine große Familie zu haben, zu sehen, wie die Kinder zusammen aufwachsen.
Wie viele Kinder wir haben werden, so genau kann man das nie sagen. Aber 4, 5 möchten wir schon. Wir sind jetzt in der sogenannten Altstadt von Astana. Obwohl so richtig alt ist hier kaum etwas. Die meisten Gebäude stammen aus der Sowjetzeit. Aber es gibt tatsächlich ein paar historische Gebäude. Dies ist eins davon. Und zwar 1907 gebaut von einem Moskauer Kaufmann, der hierher kam. Ja, und heute ist einer der vielen 24-Stunden-Supermärkte hier drin. Ich suche ein kleines Präsent. Nicht für mich, sondern für ein Liebespaar. Es soll irgendwie ein bisschen was Romantisches sein. Was Typisches auch. Hier, KZ Zdjelano v Kasachstanie, in Kasachstan hergestellt. Das gefällt mir gut. Ich glaube, damit komme ich gut an. So, und neben diesem Supermarkt befindet sich ein kleines süßes Café und dort treffe ich die beiden. Schönen guten Tag. Hallo, grüß dich. Oksana und Uli. Jawohl, hallo. Und ich bin Thilo. Thilo, und ihr seid die kasachisch-deutsche Liebesgeschichte. Richtig. Bitte schön. Danke. Ich setze mich einen Moment zu euch. Sie Laborärztin in Astana, er Schichtarbeiter im Main-Spessart-Kreis. Ihr kennt euch seit 2 Jahren. Ihr habt euch im Internet kennengelernt. Im Internet. Ja. Und du bist das erste Mal hier in Astana, oder? Ich bin das erste Mal in Astana. Wie ist es? Ich bin mit dem Gefühl rübergekommen. Ich war schon im Flieger gesessen, habe Schmetterlinge im Bauch gehabt und habe gezittert. Klappt alles. Und das Schöne daran, ich bin aufgenommen worden, eigentlich wie in einer Familie. Hast du denn auch Schmetterlinge im Bauch gehabt, als du nach Deutschland gekommen bist? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass er sehr zuverlässig ist. Aha. Ich habe das Gefühl, dass er will nicht lügen, er will nicht meinem Gefühl ausnutzen. Spielen. Ja, spielen und, ich habe bemerkt, wenn Uli neben bist, ist alles läuft richtig. Verstehst du, ja, Uli? Ich verstehe. Ich verstehe. Am Anfang habe ich auch gedacht, na, Sprachhindernisse, alles drum und dran. Aber wie ich sie dann zum ersten Mal gesehen habe, sie ist es. Und dann ist es auch mit dem Sprachlichen fast kein Problem. Bisher habt ihr euch immer nur bei Besuchen kennengelernt. Du warst in Deutschland, du warst hier. Ja, das erste Mal. Wo geht die Reise hin? Wir versuchen jetzt, die ganzen Papiere zusammenzubringen und fertig zu machen, mit nach Deutschland zu nehmen für die ganzen Behördegänge, dass sie dann bei uns, also bei mir dann, wohnt. Und irgendwann in 1, 2 Jahren oder 3 Jahren wird immer geheiratet. Ja, vielleicht. Ja? Ja, ja, vielleicht. Ja. Das ist unser Geheimnis, kleines Geheimnis. Kleines Geheimnis. Ja. Dass wir die zwei noch einmal wieder treffen werden, ahnt noch keiner. So, alles voller Hochhäuser, aber Hochhäuser habe ich jetzt wirklich erstmal genug gesehen. Ich will raus in die Steppe. Wir haben ja gesagt, Dubai in der Steppe. Die Möglichkeiten sind aber beschränkt. Drumherum hunderte Kilometer nicht. Es gibt einen kleinen Ort, Korgaji Nor, 200 Kilometer von hier, so ein kleines Ökodorf. Da will ich jetzt hinfahren mit der klassischen Fortbewegungsmethode, der Maschrutka. Also mit einem Minibus. Dobro jutro. Korgaji Nor. Desetschow. Adidbillet. Eine Fahrkarte für 10 Uhr. Skolka? Wie viel? Ah, 1000. Das ist ja billig, ne? 4, 5. Mal sehen, ob ich richtig gehört habe. Ja. 1000 Tenge, das sind etwa 3 Euro. Weil die Minibusse so billig sind, sind sie sehr beliebt. Rechtzeitiges Erscheinen sichert einen Platz. Bis zum Losfahren quetschen sich jedenfalls 12 Leute in 10 Quadratmeter Maschrutka. Die Steppe, leer, eintönig, endlos.
7 Monate im Jahr liegt Schnee. Im Reiseführer steht, dass hier von Ende Mai bis Oktober ein Paradies für Ökotouristen sei. Vogelzugruten kreuzen sich und rosa Flamingos brüten. Noch liegt hier der Hund begraben. In das Haus von Timur und Kenche Isakov verirrt sich in dieser Jahreszeit fast nie ein Fremder. Здравствуйте, добрый день. Кенже? Кенже. Ich bin Tilo. Tilo. Меня зовут Тило. Тило. Okay. Willkommen. Mein Haus. Seit 10 Jahren vermietet die Familie. Es gibt 2 Schlafzimmer für meine Gäste. Studenten kommen her, um ihre Projekte zu machen. Sie wollen die Vögel beobachten. Manche bleiben 3 Monate hier, den ganzen Sommer. Und Touristen, die kommen auch. Sie kommen aus Holland, aus England, Deutsche sind hier, auch Franzosen. Unsere Adresse, die steht sogar am Reiseführer. Ich nehme 9.000 Tenge pro Tag und Nacht mit Verpflegung für eine Person. Nicht mal 30 Euro, Sauna und Internet inklusive, Hotspot im Steppendorf. Und ferngeguckt wird im Wohnzimmer gemeinsam mit der Familie. Das Geschäft mit der Vermietung läuft gut. Deshalb haben sie in den letzten Monaten gleich neben ihrem alten Haus ein neues gebaut. Timur, Kenches Mann, war früher Lkw-Fahrer. Er kennt alle Wege in der Steppe. Jetzt arbeitet er als Ranger im Naturschutzgebiet. Timur findet die Steppe immer spannend. Auch im Winter, vor dem großen Vogelzug. Vor 2 Tagen hat er auf diesem Feld die ersten Schwäne entdeckt. Sie sind vom Kaspischen Meer gekommen, ziemlich früh in diesem Jahr. Ah ja, da sind noch mehr. Bald werden sie hier brüten. Diese Weite, ich mag die Steppe wirklich sehr, viel lieber als den Wald. In der Steppe kannst du alles sehen, Insekten, Hasen, Wölfe, Füchse, alles. Und die Vögel, du kannst sie hören und sehen, im Wald siehst du nichts, nur Bäume, da hörst du die Tiere nur. Wie man in der Stadt in einem Hochhaus leben kann, wird Timur nie verstehen. Und Kenche ist froh, dass sie bei dem eisigen Wind in der warmen Küche geblieben ist. Auch sie kocht Beshpamak, selbstgemachten Nudelteig mit Pferd und Zwiebeln. Ich weiß nicht, in der Stadt, da wollte ich nie leben. Da ist so viel Lärm, das ist stressig. Ich bin hier im Dorf seit 1967. Meine 3 Schwestern sind nach Astana gezogen, aber ich bin hier geblieben. Meine Eltern sind hier begraben. Und wenn ich mal nach Astana fahre, halte ich es nie länger als 1-2 Tage aus. Dann muss ich nach Hause zurück. Zuerst bekommt der Hausherr, dann der Gast. Gast. Das schmeckt noch ein bisschen durch. Essen bitte. Guten Appetit. Danke. Du kannst ohne Löffel essen. Beshpamak heißt also 5 Finger. Mit Händen essen ist ausdrücklich erlaubt. Wir wünschen euch viel Erfolg mit den Vögelbeobachtungstouristen. No go es bear off. Überjoy es passiva. Okay. Verstehe. Okay. Die Steppe am Ende der Welt. Für Stalin der perfekte Verbannungsort für Verräter. Unter seinem Regime entsteht hier ein weitverzweigtes Netz von Arbeitslagern, die Gulags. Noch nicht einmal 1 Stunde von Astana entfernt, erinnert ein Museum an ein Frauenlager. Der perfide Name Lager für die Ehefrauen der Verräter, abgekürzt Algier. Hier treffen wir Oksana und Uli wieder, das kasachisch-deutsche Pärchen.
Gemeinsam mit einer Freundin will Oksana Uli die Gedenkstätte zeigen. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie eines Tages einen Brief aus Weißrussland bekommen hat. Darin stand, dass ihre Mutter, also meine Oma, in diesem Lager in Algier war. Deswegen bin ich mit Uli hierher gefahren. Ich denke, er interessiert sich auch für unsere Geschichte. Romanova, Vera Michailowna, der Name von Oksanas Großmutter. Einer von 7000 an dieser Gedenktafel. Ich möchte jetzt nicht nur schöne Stadt, Highlife, sondern ich möchte einfach auch den Alltag und die Vergangenheit möchte ich mitbekommen, sehen, erleben eigentlich. Und das kann man nur so weh, wie es tut, an so einer Gedenkstätte. Stalin selbst gibt am 3. Dezember 1937 den Befehl, dieses Lager zu errichten. Der berüchtigte Paragraf 58 des Strafgesetzbuches der UdSSR ist die Grundlage. Ein Freibrief für Willkür. 18.000 Frauen sind in Algier eingesperrt. 530 sterben. Sie hatten eine feste Grenze, sie hatten keine Freiheit. Normalerweise ab und zu kann man minus 40 Grad sein, ohne Kleidung, ohne richtige Winterkleidung. Es ist sehr, sehr gefährlich. Auf Schilf. Es war ein System. Es bedeutet nicht, dass alle Leute waren. 1956, erst 3 Jahre nach Stalins Tod, wird das Lager geschlossen. Zurück in Astana. Vor einem Jahr war hier nichts als Steppe. Innenarchitektin Tatjana Osimuk auf dem Weg zu einem Kunden. Für ihn soll sie eine Eigentumswohnung einrichten. Die 28-Jährige ist für die komplette Innenausstattung zuständig. Von der Wandstruktur bis zum Wasserhahn, von der Nachttischlampe bis zur Dunstabzugshaube. Wohnungseigentümer Dauren Kozhanov sieht zum ersten Mal, wie seine 4 Wände wirklich aussehen. Wir haben lange nach dieser Farbe gesucht und nichts gefunden. Letztendlich haben sie uns in einem Geschäft die Farbe aus verschiedenen Pigmenten zusammengemischt. Und sie hat ganz genaue Vorstellungen, wie es hier aussehen soll. Der Wohnungseigentümer arbeitet als Jurist bei der kasachischen Bahngesellschaft. Für den Kauf hat er einen Kredit aufgenommen. 9% Zinsen. Für so eine Wohnung muss man in Astana 900 Euro pro Quadratmeter hinlegen. Viel Geld. Hinzu kommt die Innenarchitektin. Es ist immer besser, einen Profi an der Seite zu haben, wie in diesem Falle Tatjana. Sie hat wirklich viele gute Ideen gehabt. So stilvoll hätte ich das alleine nie hingekriegt. In 2 Wochen will der 27-Jährige in die Zweiraumwohnung mit seiner Frau einziehen. Ihr nächster Kunde in einer ganz anderen Gegend. Tatjana ist selbstständig. Sie war nicht im Ausland, hat in Astana Architektur studiert. Siyundik Daukenow ist Getreidehändler. In einem alten Block aus Sowjetzeiten sollte sie für ihn ein modernes Büro einrichten. Ihre erste Arbeit als Innenarchitektin. Tatjana hat hier alles auf den Kopf gestellt. 20.000 Dollar war ihm das Ganze wert. Bei mir arbeiten lauter junge Leute, zwischen 25 und 35. Sie finden das Büro jetzt großartig. Sie haben ganz viele neue Ideen, fühlen sich hier wie zu Hause. Sogar am Wochenende kommen viele her, um zu arbeiten. Ideen neue. Und sie fühlen sich hier wie zu Hause. Und Sonntag und Samstag arbeiten sie hier.
Geschäftsmann Daukenow hat eine Tochterfirma gegründet. Er braucht ein Logo. Und wenn jemand dafür eine gute Idee hat, dann ist es Tatjana. Die freut sich, dass auch gestandene kasachische Männer auf sie hören. Ja, mit Männern ist es generell leichter zu arbeiten als mit Frauen. Ich versetze mich immer in meine Auftraggeber und dann weiß ich, was sie wollen. Der Platz vor der Oper ist einer der beliebtesten in Astana. Die Oper mit 64.000 Quadratmetern, eines der größten Opernhäuser der Welt. Ein bisschen Mailänder Scala, Wiener Oper, Technik aus Deutschland und der Schweiz, der Kronleuchter, 1,5 Tonnen, böhmisches Kristall. Der letzte Abend in Astana, Xenia und ich gehen gemeinsam in die Oper. Was wird uns erwarten? La Traviata. In einem wunderschönen Haus. Und es ist ein bisschen, finde ich, zumindest hier in dieser Halle, wie Astana selbst. Sehr pompös, kann man sagen. Und pompös und unterschiedlich. Und unterschiedliche Elemente, Architektur, ja, das gibt es zum Beispiel eine Mauer aus, von der sizilianischen Perle heißt, ja, und hier sieht man auf den Wänden Malerien aus Kasachstan. Also man will auf jeden Fall groß hinaus in dieser Oper und in dieser Stadt, kann man so sagen. Xenia, vielen Dank für den Danke Besuch. Danke dir. Das war Astana, eine in jeder Art und Weise pompöse Stadt. Auf Wiedersehen und wir gehen jetzt rein. ...1250 Plätze hat die Oper. Leer bleibt hier fast nie einer. Schon in den USA gearbeitet, auf Sansibar und in Papua-Neuguinea. Jetzt ist Pamela Hansen Inselpastorin auf Helgoland. Und wenn die Gemeindemitglieder nicht zu ihr kommen, dann geht sie zu ihnen in die Kneipe und zapft Bier. Das und mehr im Nordsee-Report, gekommen um zu bleiben, Sonntag 18 Uhr im NDR Fernsehen.